Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Travels Sparks of Hope, The Last Spark Hunter. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von My Travels Sparks of Hope. Doch, beim letzten Mal sind wir in das Gebiet hier vorgedrungen, haben einen riesigen Bomb platt gemacht. Naja, eigentlich haben wir König Bomb im kleinen Metallversion platt gemacht. Und ja, jetzt müssen wir kleine, kugelartige Lebewesen retten. Aber bevor wir das machen, dachte ich mir, tun wir uns doch erstmal Borstellas Planetenherausforderung an, damit wir sie schon mal hinter uns haben. Die Kanonikosse habe ich jetzt schon platt gemacht, das ging relativ schnell. Ich habe einfach dreimal denselben verprügelt. Ja, ich bin mir sicher, dass ich an die Expedition will. Okay, ich sehe ganz viele Frosthainis. Und ein Wassergolem. Da unten sind, glaube ich, auch noch Schleimherren. Ja, zwei Schleimer, drei Schleimer, Entschuldigung, nee. Und zwei Oberlehrer. So, ich glaube, ich gebe euch beiden zuerst mal den Feuerregen. Ich habe übrigens, ja, offscreen ein bisschen jetzt hier die Kanonikos so platt gemacht. Da haben alle ein Fertigkeitenprisma bekommen. Also nicht wundern, wenn die neue Fähigkeiten haben. Also zumindest Rebella. Wenn sie jetzt welche tritt, dann kann sie nochmal laufen. Die Situation da hinten ist irgendwie lustig und gleichzeitig ungünstig. Ich puste euch einfach mal runter. Irgendwie aktiviert sich gerade bei jedem die Spark-Energie. So, dich kann ich kaputt treten. Sind einen zumindest schon mal los. Das Gute ist, wir haben hier fast nur Nahkämpfer. Das heißt, die Deckung ist nicht weiter wichtig. So, ich glaube, ich kann dich noch vernichten. Ich hatte ihn lethargisch für sicherheitshalber gemacht, aber offenbar konnte ich ihn so vernichten. Okay, 2 von 18 sind wir schon mal los. Das wird überhaupt nicht anstrengend. Na genau. Du verreck am besten da oben schon. Oh, so viele Claudiusse. Und trotzdem sind es eher die Schleim- und Lehrertypen, die mir Sorgen bereiten. So. Grätschen. Und kaputt. So, meine Damen und Herren, ich würde Ihnen gerne eine elektrische Apokalypse mitgeben. Die mögen Sie doch bestimmt. Der merkt das Wasser, der da hinten. Aber er nicht. So. Feuer im Regen, dann sind wir die beiden auch los. Da, da ist auch kein Fernkämpfer. Das heißt, ich brauche mir da keine Sorgen machen, offen zu stehen. Die Golems, die helfen mehr als sie schaden. Weil sie mir gratis Effekte geben. Kann man so massiv ausnutzen. So, dich mache ich handlungsunfähig. Dann machen wir dich alle.
Ist nicht schlimm, wenn die da feststeckt. Zumindest ist der Golem auch festgefroren. Das hat mir gerade sogar geholfen, dass du sie freigemacht hast. So, Windstoß! So, das nutze ich mal. Der andere ist, glaube ich, gestorben bei dem Attentat gerade. Ich sollte dich eigentlich vernichten können. Nee, hat gerade so überlebt. Einen Moment, das können wir ändern. Ich habe sonst keine Verwendung für den Powerblock gehabt. Warum ist der nicht durch die Röhre gegangen? Also ich finde es gut, dass die sich aufteilen. Würden die mehr beieinander stehen, hätte ich Probleme. Vor allem, dass die beiden da unten die ganze Zeit an Ort und Stelle bleiben, ist wunderschön. Oh, dann frisst man meinen Himmelsregen. Und direkt darauf folgend die Sicht. Und ich sollte hier jetzt so beide treffen. Oh, guter Schaden. Der Golem wurde einfach instant wieder klein gemacht. Ich muss schon sagen, die Bots, die laufen echt merkwürdig, ne? Haben Rebelle verloren, aber sollten es trotzdem noch hinbekommen irgendwie. Wir haben die Mittel dafür. So, ein Elektroregen sollte euch beide vernichten. Für zumindest einen von euch. Mache ich noch den Feuerregen an der Stelle hier hinterher, dann sind die safe rip. Bleibt nur nicht bei Luigi stehen. Warum rennt Luigi denn genau da rein? Da müsste ich einmal die Regenattacken reinjieten. Aber ich kann da nicht runtergehen. Also nur die Sicht aktiviert. Die haben jetzt eh alle ihren Konter aktiv. So, tschüss. Doch nicht. Gut. Wenigstens kein Eis. Und offenbar können die Rosalina von dort nicht treffen.
So, der ist weg. Einen sind wir los. Luigi hat jetzt übrigens zwei Teamsprünge. So. Jetzt ist an der Zeit, euch hier eine mitzugeben. So, Elektrosturm. Auch nochmal guter Schaden. Und der Golem ist noch am Leben, das ist gut. Es wäre gut, wenn der erst in der nächsten Runde drauf geht. Mit Luigi kann ich relativ offen stehen, solange die Unsichtbarkeit aktiv ist. Ja, genau das wollte ich. So, du stirb dort bitte, dass die anderen sich nicht bewegen können. So, Tschüssikowski! Ist nur noch der da unten. Und solange wir hier stehen, kann er nicht treffen. Ich warte, bis du keinen Konter hast. Als ob ich dich kontern lasse. Sag, er geht auch noch mit zweien. Hat bei mir jetzt hier aber trotzdem recht lang gedauert. So, ich habe wieder ein Fertigkeitenprisma erhalten. Jetzt haben alle wieder einen. Wisst ihr was? Ich gebe euch einfach allen hier irgendeinen Boost, was das Bewegen angeht. Bei mir hat der Kampf übrigens so gerade über 20 Minuten gedauert. Also bei euch wahrscheinlich nur so 10 Minuten, aber bei mir ist es halt das Doppelte. Dass ihr da mal auch mal so einen Vergleich habt, wie viel ich da eigentlich mal rausschneide. So, jetzt müssen wir die ganzen Kameraden befreien, ne? Den da müssen wir befreien, den und den. Die sieht man ja zum Glück auf der Karte. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Hier links. Oder nee, wir fangen hier rechts an, weil da muss ich offenbar nur einmal kurz durch ein Tor. Wenn ich es richtig sehe. Ah nee, ist ein neues Gebiet. Okay, dann fangen wir doch mit dem links an. Dann machen wir den als letztes. Da sehe ich wenigstens schon, was uns erwartet. Wahrscheinlich müssen wir für jeden von denen einmal kämpfen. Hier läuft gar nichts davon. Haben da noch mehr als genügend Zeit. Oh, hier ist der riesen Rätselspaß. Sehe ich jetzt schon. Okay, hier muss ich anlegen. Und habe auch direkt eine Flagge hierfür. Da sehe ich eine Pfütze mit einem Toad drin. Kakophonie. Entschuldigung, Toads Kakophonie. Das ist mein Job. Bereich erreichen. Boah, warum ist er so weit weg? Und warum sehe ich hier so viele Sniper und Golems? So, ich konnte die erste Runde jetzt nicht sonderlich viel machen. Aber wenigstens haben wir hier unten schon mal zwei Sniper weg. So, den Golem nicht umbringen. Zumindest nicht in meiner Runde. Ich habe ihn einen Schuss schon mit Luigi gegeben. Jetzt sitzt der da oben, der ist Scharfschütze. So, beide.
Ja. Aua. Den Golem hier unten habe ich jetzt schon zu Tode gegrätscht und ihr kriegt jetzt einen Feuerregen. Ich krieg genau den kaputt, den ich kaputt haben will. Der steht jetzt nur doof. So, der wäre auch hinüber. Super, ich treffe den Scharfschützen da oben. Die Sorge hatte ich, dass die eventuell bis da hochreichen. So, ich muss Rosaline erstmal. Und der Golem da, der kommt jetzt wieder. Zumindest hat Rebella einmal abbekommen. Sie hat eh die Heilung aktiv. So, spürt meinen Flammenregen. So, Elektroregen direkt hinterher. Portal einfach so gut wie gar nicht getroffen wird. Das nehme ich mal für einen von denen da oben. Ja, schade. Aua. Scharfschützen einfach überhaupt nicht. Die nerven so massiv, wenn die ihre Sicht aktiv haben. So, ich habe die jetzt einfach alle lethargisch gemacht. Und dann konzentriere ich mich jetzt darauf, einen zu vernichten von den Scheiß-Snipern. So, weg. Immer auf, in jeder Runde hier wieder so ein neues Portal zu kriegen. Ist echt fies nach einer Weile. So, frisst. Weg mit dir. So, dich muss ich lethargisch machen und ich muss das Portal zerstören, bevor da welche rauskommen können. Besser einen Schlag von dem Golem als zwei Sniper. Die Sniper, die nerven wesentlich mehr. Könnt ihr jetzt mal... Ey, im Ernst, jede Runde kommt ein Portal, wo zwei von denen rauskommen wollen. Das nervt mittlerweile. So, Flammenregen für euch. Ja genau, komm schön nah. Ja.
Weg mit euch. Weißt du was? Scheiß auf den letzten Scharfschützen. Also ich will ja jetzt nicht toxisch wirken, ne? Aber wenn da jede Runde zwei von diesen Scharfschützen spawnen wollen, ne? Das ist einfach nur ekelhaft. Oh, guckt mal, eine Anekdote an einen der früheren Bosse. Das ist ja geil. So, für dich müssen wir jetzt das Ding suchen. Das ist bestimmt irre weit weg. Das ist da oben drauf. Jetzt muss ich erstmal den Weg da oben drauf suchen. Über die Kanonen? Da liegt zumindest ein Ei und eine Geschichte hinten. Wo geht das Ei denn hin? Darüber. Aber die kann ich doch gar nicht werfen, oder? Nee. Eine Fremde hatte Hortus Melodicus betreten, angezogen von unseren Waldmelodien. Offenbar dieser Fremden keines unserer Geheimnisse, sprachen wir. Sie wird unsere Waldmelodien zerstören und die verlorene Melodie wird für immer verborgen bleiben. Das war unsere Hüterin wahrscheinlich. Dich ignorieren wir einfach mal. Sofern ich keine Golems platt machen muss, bekämpfe ich sie auch nicht. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch 100 Pro ein Weg rüber. Sie ist hier, um die Melodie unserer Gärten zu stören, sagten wir. Passt auf, sie wird die Trommelschoten und Rasselranken entwurzeln, um sie auf ihren Planeten mitzunehmen. Also warteten wir ab. Wir beobachteten und lauschten. Bleiben denn diese Okay, hier ist jetzt nur Geschichte. Das geflutete Labyrinth. Aber wo ist jetzt der Weg, der zu dem einen Teil da führt? Muss ich einfach dafür in die andere Kanone? Das führt rein zufällig da hoch. Ja, führt hoch. So, runter und das einsetzen. Wissen ja wo. Du verstehst das nicht. Die Melodiengärten sind Musik. Los. Ein Druckschalter. Ich brauche also eine Kiste, die wahrscheinlich oben liegt. Oh, das erstmal, dass ich von unten aus den Weg machen muss. So, die Leiter wäre schon mal da. Nach oben hin funktioniert das aber leider nicht. Richtig viel verstecktes Zeug hier. Jetzt wieder ein Teil der Geschichte. Mit Erstaunen sahen wir, dass die Fremde keine Lyra-Bäumchen und Klatschblumen ausriss und stahl, sondern ihnen seltsame neue Melodien entlockte. Diese Musik ist steif, als käme sie aus Instrumenten aus totem Holz, sagten wir. Doch schon bald brachte die Fremde unseren Garten im Takt zum Singen und Schwingen. Unsere Hüterin hat aber einen ganz schönen Wandel gemacht, was ihr Aussehen betrifft. Ah.
So, der kommt ja da rein, ne? Ich mach das hier heute noch. Ich habe ja schon vorgewarnt, dass die Folgen zu dem Abteil eventuell länger werden. So, und hier kommt jetzt der Kasten raus, der dann auf den Druckschalter kommt. Aber vorher muss ich auch mal noch da hinten hin und mir eine extra Raserei gönnen. Die wäre bei Rabbit Rosalina eventuell praktisch oder bei Rabbit Mario. Bei den beiden wäre es praktisch. So, ein bisschen rüber bewegen. All das, um einen Druckschalter zu aktivieren. Schon heftig. Und hier haben wir jetzt eine Kugel. Die kommt da hinten rein. Ah gut, ich muss das eine Vieh nicht umkämpfen. Ich muss nur ein Auge kaputt machen. Sehe ich gerade. So, jetzt muss ich hier Musik machen. Ich brauche zuerst das Viereck. Wer von euch ist Viereck? Du bist Viereck. Viereck und dann das hier. So, das Dreieck ist auf der anderen Seite. Das sehe ich jetzt schon. Ich glaube, ich brauche alles von der Seite gerade. Hallo? Und der Weg möge erscheinen. Und damit retten wir wohl den ersten unserer kleinen Freunde. Er ist frei. Er ist frei. Jetzt müssen wir nur noch zwei befreien. Ich will mal ganz kurz gucken auf der Karte. Okay, das, den Abteil haben wir definitiv abgeschlossen. Ich will nur gucken, ob hier irgendwo... Ja, Golem jagt. Ich sehe es da oben. Ich nehme die einmal zwischen den Folgen an und mache die einmal ganz kurz. Also die mache ich offscreen einmal annehmen und fertig machen. Ich teleportiere mich jetzt jedenfalls einmal zur Mitte. So, wir können uns zwei Skins gönnen. Gönnen wir doch die zwei Skins, die wir eh nutzen. Den Schallmeister. Und für Rabbit Rosalina gibt's offenbar nicht. Oder habe ich schon? Eins von beiden. Dann nehme ich noch für Peach. So, einmal ganz kurz. Dann fahren wir noch eben kurz zu dem, der die Golemjagd anzettelt. Und dann mache ich die offscreen. Wir müssen noch zwei unserer kleinen Kameraden halt retten. Da, der müsste unsere Kanonenjagd sein. Ey, Golemjagd. Hier sind überall Golems. Die schränken meine Übungszeit ein. Könnt ihr von uns von, sagen wir, drei befreien? Drei sind völlig ausreichend. Das Gute ist, was diese Jagden angeht. Das ist so ein Lifehack, den könnt ihr euch nehmen. Ihr könnt einmal dahin teleportieren, ihn verkloppen, einmal kurz in ein anderes Gebiet teleportieren, wieder zurück. Und dann steht derselbe nochmal da. Das heißt, ihr könnt dann einfach dreimal denselben verprügeln. So mache ich das auch immer. Also die Golems, die verprügel ich offscreen.
Jedenfalls, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.